Ja, hallihallo zu meinem nächsten Video. Allrounder Sunrise 99. Klicken wir uns schon mal rein. Eine neue Kanaloberfläche. Über die Zeit ist der YouTube-Kanal von mir gewachsen. Die Fan-Community, die Zuschauer und das große Stückchen Content und. Aber ich bleibe immer noch dabei. Wichtige Sachen dürfen natürlich auch angesprochen werden. Und ganz wichtig, wir teasern uns jetzt hier wieder raus aus meiner Kanaloberfläche und gucken hier mal. Ich selber nehme mich gerne hops und das Stückchen Comedy werde ich auf jeden Fall in Zukunft irgendwann mal bedienen. Auch über diesen YouTube-Kanal, auf jeden Fall. Liegt mir sehr am Herzen. Mir liegt aber auch einiges am Herzen, was mitzuteilen, das machen wir gleich noch. Aber das Allerwichtigste, mir wurde gesagt, Ronny, du hast ordentlich einen an der Mütze. Ich selber sag, Ronny, auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall einen an der Mütze. Und zwar hier oben seht ihr, ja, irgendwie passt das nicht mehr zum jetzigen Kanal. Und da sage ich ehrlich, ihr macht nichts ohne Familie im Hintergrund. Und wenn, ja, dann ist das toll. Aber ich sage ehrlich, das Stückchen zu Weihnachten, was unterm Baum lag, was das ja, Christkind oder der Weihnachtsmann oder wer auch immer unter diesen Baum gepackt hat, klare Kiste, hat sich Gedanken gemacht. Und das finde ich so toll und das finde ich so cool. Summa summarum, schon mal ein Herzchen. Bing! Für die Familie, definitiv. Und ja, ich habe natürlich einen an der Mütze. Schaut her! Und, baba, ja, jetzt steht es nämlich auch drauf. Und Allrounder Sunrise 99 hat jetzt dementsprechend natürlich auch eine Basecap. Und ich bin ehrlich, richtig toll. Die Familie guckt halt nicht alles oder nicht alles meiner Videos, die ich so hochlade. Bei den wichtigen Sachen sind wir natürlich dabei. Das große Thema Wohnmobil und das große Thema Dieselskandal, da drücken wir uns wirklich selber die Daumen. Und ja, dementsprechend weiß die Familie, okay, er hat einen neuen Kanal. Warum besorgen wir ihn nicht einfach mal eine neue Basecap für seinen neuen Kanal und legen die unter diesen herrlichen Tannenbaum? Also mein Weihnachtsfest, ich hoffe, euers auch, war dementsprechend richtig, richtig toll. Heute arbeite ich mit einer To-Do-Liste, weil es ist so viel und es sind so viele wichtige Punkte. Und ich sage halt immer wieder ehrlich, ja, heute lese ich mir die Stichpunkte ab, werde es aber natürlich durch schöne und wahre Worte schmücken, definitiv. Ja, also Familie, klares Ding. Dankeschön, jetzt seht ihr auf meinem YouTube-Kanal die Basecap und natürlich dann auch gerne auch mal zu Hause. Und natürlich auch das große Stückchen, ein großes, großes Dankeschön. Über die Zeit wächst man, ja, auch mein YouTube-Kanal, die Erfahrungen, die man sammelt und. Und dementsprechend ein großes Dankeschön an all meine Zuschauer, an all diejenigen, die mir richtig tolle Nachrichten schreiben und, wie man so schön sagt, den Menschen an sich pushen. Und hier ist dieses Stückchen Motivation. Ich gebe euch wieder was mit. Ich finde das A richtig toll. Ich sage ganz klar, das Dankeschön geht gerne mal unter bei dem einen oder anderen. Darf man aber trotzdem nachholen. Hauptsache, man vergisst es nicht. Das ist wichtig. Und selbst wenn man das ein bisschen später macht, ist das auch nicht schlimm. Hauptsache, man denkt daran. Und ich sag mal, das ist halt in der heutigen Zeit, in der heutigen Phase, geht das irgendwie unter. Und ich sag ganz klar, Dankeschön. Und ihr kriegt natürlich, bing, auch ein Herz. Klare Kiste. Und ja, freue mich natürlich, dieses Stückchen. Ja, wir starten ins neue Jahr, das ist doch klar. Mache ich was Neues, mache ich was Cooles, lasse ich mir was einfallen, gehe ich mit Motivation in das neue Jahr. Ich sage auf jeden Fall, Gambo, ich stolziere mit Familie und mit dem ganzen Paket drumherum, mit voller Emotion, mit voller Power, mit geballter Ladung in das neue Jahr 2022. Auf jeden Fall. Denn ich sage ganz klar ein Dankeschön an die alte Zeit, an all diejenigen, die mich da bis zum heutigen Tag und auch noch viel weiter begleiten. Und sage natürlich auch ein Dankeschön, ja, an die, die sich dann auch jetzt nahtlos schon mit in die neue Zeit mit reindrücken und sagen, Ronny, da habe ich schon ein paar Ideen, die wir gerne dann auch in Form von Video und Ton umsetzen, auf jeden Fall. Und hau jetzt mal so ein Ding raus. Ich habe es selber noch gar nicht so wirklich gegoogelt, vorhin beim Laufen, beim Sport.
Ne, dass das Stückchen Kopf frei machen, ist mir was eingefallen. Und ich mache mir dann auch immer sofort Notizen, weil sonst ist es weg. Und das kennt ihr. Dir fällt was ein, das richtig geil ist, und dann ist es weg. Und ich mache mir mal sofort eine Notiz, damit das gespeichert ist. Und ehrlich, Menschen, die viel machen, machen auch mal Fehler. Menschen, die gar nichts machen, machen den größten Fehler. Und das ist Fakt. Natürlich ist hier auch mit diesem Stückchen mein YouTube, mein Kanal, ist nicht alles fehlerfrei, ist auch nicht alles tippitoppi, nein, aber ich bleibe dabei, Ehrlichkeit ist immer noch auch für die nächsten Jahre der höchste Punkt auf meiner To-Do-Liste, auf meiner, ja, Agenda, das steht fest. Und ja, auch das Stückchen, ne, da habe ich so ein paar Nachrichten bekommen. Ronny, ich finde das richtig cool, was du machst, und finde das cool, dass du da auch solche Sachen erwähnst, genauso wie jetzt. Für die, die keinen Bock drauf haben, hätten ja schon lange Zeit gehabt, jetzt auszuschalten. Es finden auch viele cool, ey, du hast deine Abonnenten nicht an. Du Content, ja, Content, google das mal. Manche wissen gar nicht, was Content ist, ist auch Wurst. Reichweite, ja, super. Ne, ich könnte jetzt auch, wie gesagt, immer noch durch die Gegend fahren mit meinem Schildchen YouTube, geht auf meinen Kanal, drückt ein Abo und fühlt euch glücklich, dass ihr ein Abo gedrückt habt. Nein. Ist ja ganz klar, das Stückchen zum Beispiel kämpfe ich natürlich jetzt in der Form mit dem Dieselskandal um mein persönliches Recht, das Recht der Familie, dass wir da in Zukunft mit einem sauberen Fahrzeug fahren und nicht mit einer Kiste oder mit einem Kackfass, so sage ich das wirklich, was jetzt in so einem Skandal hängt, wo dir keine Sau hilft, wo du wirklich alleine dastehst, da klagen musst, eine Kanzlei im Hintergrund hat, die zum Glück, lieben Gruß an die Kanzlei Dr. Stoll und Sauer, mich nicht nur mit Infos versorgt, sondern immer wieder sagt, Ronny, komm, ehrlich, wir ziehen da durch, wir ziehen da durch. Weil ab und zu mal kommt halt wirklich das Grübeln, warum nicht das Kackfass einfach verkaufen und uns ein richtiges Auto holen, was sauber ist. Ja. Summa summarum, Content, aber wichtig, Fragezeichen. Ich sage, die Reichweite machen wir selber, indem wir uns selber hypen, indem wir selber darüber sprechen und sagen, ey, da ist ein Kanal, da ist einer, der ist auch betroffen, der macht das sogar öffentlich. Ja, das ist Reichweite. Und zusammen sind wir klasse, definitiv. Zusammen sind wir stark. Also da kann sonst keiner was. Und wenn wir uns da gegenseitig auseinanderpflücken, ey, dein Kanal, du machst ja Werbung und bla und lie und da und jetzt verklage ich dich, weil du cool bist und weil dein Kanal auf einmal auseinanderfliegt. Ja, ist alles toll. Frag dich selber, muss das sein, ne? Und ich teaser schon mal für eine Folge, die ich in Zukunft aufnehme, weil irgendwie hat sich das jetzt auch vermehrt in meinen Nachrichten. Ronny, ehrlich? Kackfass verkaufen? Und hol dir doch einfach ein Fahrzeug mit einer H-Zulassung. Ist doch mega geil. So ein altes Wohnmobil machst du nochmal schön toll und cool. Und machst du so dieses Stückchen. Ich sage ja immer noch Instagram. Boah, heute fast ein Wohnmobil durch die Gegend. Eine H-zugelassene Kiste. Ob das gut ist oder nicht, mache ich eine extra Folge zu. Wie gesagt, seid gespannt. Aber das Thema H-Zulassung will ich auf jeden Fall dann ansprechen, damit ich dann zumindest auch den Zuschauern gerecht werde, die mich da natürlich dann mit langer Textform oder Sprachnachricht anschreiben. Und ich mir immer, immer wieder die Mühe mache, und das werden jetzt gleich dann auch Zuschauer wieder merken, die Mühe mache, es ist nicht nur aufzunehmen, sondern zu sagen, Ronny, das ist meine YouTube-Tagesaufgabe, nämlich Nachrichten dann auch adäquat zu beantworten, ob in schriftlicher Form oder halt ausgesprochen in der Sprachnachricht oder Telefonie. Sollte das dann irgendwann mal so geballt sein, dass ich dann keine Freizeit mehr habe, dann sage ich euch Bescheid, dann müssen wir uns irgendwie was anderes einfallen lassen, aber ich mache mir trotzdem die Mühe, da adäquat zu antworten, weil ich weiß ganz genau, wie es euch da draußen geht. Oder zum Beispiel mit dem Thema Heizung. Boah, Ronny, cool, dass du da so ein Video gemacht hast, hab das gleiche Problem. Oder das Thema Reifen. Boah, Ronny, cool, dass du was gemacht hast, hab das gleiche Problem. Ja, da sind wir nicht alleine. Und das war mir mit diesem YouTube-Kanal mehr als bewusst. Und da ist halt das Stückchen. Danke. Danke, danke, danke. Ja, somit geht es schon nahtlos über. Wichtige Punkte, wichtige Sachen. Ich bleibe dabei, dieses Stückchen Fangruß auf jeden Fall. Zuschauergruß. Ne, liebe Grüße an den Thomas, der aktuell das gleiche Problem hat, der meine Folgen geguckt hat und gemerkt hat, okay. Ne, natürlich ist das nicht hintereinander getackert, weil es braucht auch irgendwie Zeit. Das heißt, mit dem Problem zum Beispiel mit dem Venni-Reifen, mit der Radreifenkombination, Katastrophe. Aber er steht jetzt auch vor dem Punkt, dass da aufgefallen ist, ey,
Ich gucke meine Papiere, beziehungsweise wollte ich mein Fahrzeug umbauen im Bereich so Federtechnik und Co. Und stell fest, 15 Zoll, 16 Zoll. Ich packe euch die Folge auch. Teaser hier oben, ne, ist in der Infokarte, packe ich euch rein. Und hat sich dann natürlich bedankt darüber, dass ihm in meinen Videos die Fragen beantwortet werden konnten und er dann gemerkt hat, okay, ah, er hat noch ein paar mehr Videos. Das heißt, die Videos tackere ich nicht hintereinander und ne, baue dann irgendwie was, sondern entweder packe ich die in eine Playlist, in eine separate Playlist, guckt euch da durch, oder ihr müsst dann halt in den Infokarten durchgucken oder in der Beschreibung. Das ist immer unterschiedlich. Also zum Beispiel das große Thema Venni-Radreifen-Kombination. Katastrophe. Auch da, wie ich da stehen gelassen wurde. Übelste Nummer. Ja, der Klaus, auch dahingehend, einen lieben, lieben, lieben Gruß für die tollen Nachrichten und Infos. Der Klaus ist der Typ, der mich genauso wie alle anderen mit Infos versorgen. Aber da ist halt das Stückchen, manche wollen erwähnt werden, manche natürlich nicht. Und natürlich auch einen lieben Gruß, wie versprochen, Bettina. Jetzt wirst du merken, oh, Ronny hat es wieder geschafft, an diesem Tag ein Lächeln zu zaubern. Hängt genauso im Dieselskandal. Genauso wie der Jens. Die sich dann auch fragen, ehrlich, ne, jetzt ist das große Thema Deckungssumme, ab wann geht's los mit der Gewährleistung, ab wann geht's los mit der Garantie und, das wird auch noch beantwortet. Es wird verrückt. Also in dieser Dieselwelt wird es verrückt. Und ich sag ehrlich, ich mache auch noch eine Folge zum Thema Dieseldschungel, ne, weil auch mit dem Motorcode verrückte Nummer, wirklich ist Katastrophe. Also selbst ich habe jetzt schon das Problem, würde ich jetzt starten nochmal. Da in irgendeiner Form rauszufinden, ob ich betroffen bin, ja, nein. Ich gucke nach, Motor 2,3 Liter, bla bla bla, aber nicht jeder hat das technische Fachwissen wie ich oder wie ein paar andere da draußen. Und da muss man einfach irgendwie unterstützen. Da habe ich mir gesagt, ich mache nochmal ein tolles Video, um aufzuzeigen, Katastrophe, ehrlich. Ja. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Ein Kanal nimmt Form an. Ein Kanal bekommt eine neue Cappy. Ronny hat eine an der Mütze, ja, und jetzt an einer neuen Mütze. Und freue mich, dann jetzt auch noch mal einen reinzuschmeißen, nämlich ja, einen tollen Kanal. Klick, da ist er schon. Mit aktuell 8 Abonnenten. Der Niklas hat sich entschieden, die Abonnenten anzulassen. Ich habe zum Beispiel aus der Geschichte YouTube was gelernt. Am Anfang, die Geschichte ist richtig geil. Am Anfang bin ich ja so Klinkenputzen gegangen, habe Kooperationspartner gesucht. Und jetzt nehmen wir auch nochmal das Wichtigste. Einen lieben Gruß natürlich an alle Kooperationspartner auf meinem Kanal. Auch dahingehend wird sich jetzt nochmal ein bisschen was verändern. Das heißt, in Zukunft gibt es nochmal ein neues Video zum Thema Kooperationspartner. Ihr merkt, Hausaufgabenliste, ja, jetzt lese ich das nicht ab, das weiß ich für mich, das ist in meiner To-Do-Liste im Kopf. Wie gesagt, hab euch lieb. Vielen Dank, dass ihr mir das Vertrauen schenkt, definitiv. In Zukunft kommen auch noch ein paar dazu. Das heißt, das Stückchen, was mir am Anfang gesagt worden ist, ne, so, ja, Ronny, ja, dein YouTube-Kanal, das, was du vorhast, wie viele Abonnenten hast du denn? Ja, ich sage aktuell keine oder einen. Kanal läuft gerade an, ich habe noch nicht wirklich Videos hochgeladen. Ja, dann ist das noch nichts für uns. Klingel doch mal später oder klopf doch noch mal später. Ja, habe ich gar keinen Bock mehr. Da klopfe ich nicht mehr. Beispiel, es ist ein YouTube-Kanal jetzt so in dem Paralleluniversum Ronny aufgemacht worden, ist jetzt ein Jahr alt, will ich gar nicht anteasern. Und das Stückchen, was mir damals gesagt worden ist, und derjenige weiß das jetzt, wenn er das guckt, weiß er ganz genau, oh, er meint mich. Ah, du hast halt nicht so viele Abonnenten, deine Reichweite ist auch noch nicht hoch. Ja, hätte ich die 6.000 Euro in die Hand genommen, hättest du Reichweite, hättest du Abonnenten. Aber es ist halt ehrlich. Und jetzt selber, nach einem Jahr stellt er fest, uah, Himmel und Hölle. Also großes Thema Kartsport. Ui. Ja, so wirklich Abonnenten. Also ich hätte jetzt gedacht, gut, so ein Jahr online, so, ne, vielleicht so an die 500, vielleicht 600 Abonnenten. Oder vielleicht ein bisschen mehr, aber 200, okay, ist auch gut. Warum denn nicht? Reichweite, ja, gucken halt viele die Videos, ist auch toll. Aber am Anfang dachte man halt so, ja, boah, wenn ich YouTube mache, dann mache ich Abonnenten und mache Content, Reichweite und sammle ganz viele Klicks. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass jeder das, was er so vorhat, rüberbringen kann
und vielleicht anderen Menschen hilft oder aufzeigt, ey, kommt zu mir, ne, ich habe einen richtig geilen Laden und ne, wie zum Beispiel auch, ne, Campingbereich, boah, ich habe einen richtig coolen Laden, ne, wenn einer jetzt Bock hat, so, Ronny, ich habe so einen Campingladen, ne, besuch mich doch mal, wir machen so einen richtig schönen Film nochmal zum Thema Camping, sehr, sehr gerne, mache ich, ne, also da bleibe ich halt dabei, das wird nichts kosten, alles cool. Es ist halt immer noch mein Hobby, YouTube und selbst nach der Zeit, ne, man überlegt, gestartet 2019. Und ja, dieses Stückchen Content, ja, ist bei mir halt immer noch, wo ich sage so, klar, das steht drunter, könnt gerne abonnieren, damit die Folgen, ne, damit ihr dann auch wisst, klick, oh, jo, der Ronny hat eine neue Folge. Aber jetzt merken viele selber, boah, so richtig voran geht es nicht. Irgendwie hänge ich bei 1000 fest. Jetzt muss ich Klingel, Klingel, Klingel machen. Mache am besten nochmal so ein Abonnentenvideo, damit ihr da draußen auch fleißig klickt. Ja, ist aber für mich so, wo ich sage, so meiner persönlichen Meinung, dann am Ziel vorbei. Ne? Und dann gibt es halt so das große Stückchen. Ne, wir wollen jetzt nicht abschweifen, aber ne, der Niklas, lieben Gruß nach Dresden, lieben Gruß an die Familie. Er hat sich gedacht, weißt du was, Ronny, ich mach das. Ich mach das so wie du. Ich starte und probiere. Und wenn es kacke ist, ja mein Gott, dann nimmst du den Kanal wieder raus und stellst halt fest, aber du hast es probiert. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Stückchen Motivation. Einfach machen. Was soll denn schief gehen? Er hat sich gekümmert. Auch dahingehend drücke ich immer noch die Daumen, dass wir uns dann vielleicht so außerhalb Corona wirklich dann mal treffen und ein richtig tolles Video zusammenbauen. Er hat sich gedacht, weißt du was, ich lade die Installation einer 8 Zoll oder doch 8 Zoll. Jetzt konnte ich mit diesen Gänsefüßchen. Er ist das Stückchen, ne? Auch ich, ne, lese jetzt gerade hier 8 Zoll Zusatzluftfederung in einen Fiat Ducato, also Kastenwagen, wird da eingebaut. Und da hat er gesagt, weißt du was, das mache ich publik, das zeige ich euch da draußen. Das tolle Video zeige ich euch und guck mal, was daraus wird. So, ein Monat hochgeladen, 1610 Klicks, Aufrufe, ist doch geil. 8 Abonnenten, mega. Ich feiere das, ehrlich. Und es wird mehr. In Zukunft wird es mehr. Das ist ein Automatismus. Man muss sich halt nur im Klaren sein, irgendwann ist es so viel, dass man halt viel bedienen muss. Und ich für mich habe halt entschieden, ich lasse aus, auch diese Stückchen Kommentare. Wir können gerne uns zusammensetzen und einen tollen Smalltalk machen, auch dahingehend. Immer noch offen. Stuhlkreis, wir setzen uns zusammen, Kamera läuft und dann machen wir einen schönen harten Smalltalk wie im großen deutschen Fernsehen. Ja, sehr, sehr gerne. Und auch das Stückchen hier. Ne, man wird halt immer besser. PC, richtig tolles Mikro, Aufnahmeprogramm, Bild, Licht, Ton wird immer besser. Man lernt dazu. Und das weiß ich, mit jedem YouTuber, der startet, haben sie vorher auch YouTube geguckt und haben sich erstmal informiert, was brauche ich alles, was muss ich bedenken und und. Und dahingehend sage ich ganz klar, ein junger Kanal, geht da drauf. Ihr könnt natürlich abonnieren klicken, könnt entscheiden, lasse ich die Klingel an, ja, nein. Ich gehe nochmal rein in den Kanal, dann seht ihr das auch. Also hier, ich mache mal kurz Abo beenden, damit ihr seht, wie es funktioniert. Ganz einfaches Ding. Also ihr geht mit eurer Maus oder mit eurem Finger auf eurem Handy auf Abonnieren und dann hat YouTube automatisch die Funktion, dass die Klingel hier oben aktiviert ist. Das heißt, alle neuen Folgen von Niklas werden mir jetzt angezeigt. Natürlich. Oder ich sage, ich personalisiere das Ganze. Ja. Oder, mir reicht das Abo. Ich entscheide selber, wann ich dann da reingucke. Aber ich sage ganz klar, natürlich, wenn der Niklas was hochlädt, will ich das wissen. Natürlich gucke ich mir das auch gerne an. Und dann ist halt das Stückchen, wenn ich dann so ein Video aufmache, dann hast du hier unten natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, mag ich oder mag ich nicht. Mag ich nicht. Ich habe es bei mir halt auch ausgemacht, die Auswertung, weil für mich, ich kann ja jeder selber entscheiden. Und wenn das mag, ist das toll. Und ich gucke jetzt nicht Videos, wo erst ab 10.000 Daumen, sondern ich gucke Videos, weil ich da Bock drauf habe. Und da sind natürlich auch mal Videos bei, die nicht so toll sind. Ist einfach so. Aber auch die Videos helfen vielleicht. Summa summarum haben wir da auch nochmal schön reingeteasert und festgestellt, ja, man fängt halt klein an. Ich habe auch klein angefangen. Andere fangen auch klein an. Und irgendwann wird man größer. Finde ich toll. Und das ist das Stückchen machen. Einfach machen. Baut euch eine Idee auf. Ich mache das immer so ein Mindmap, so ein Baum mit ganz vielen Stichworten und Stichpunkten. Und dann gebe ich Gas. Und dann nimmt das Ding seinen Lauf. Du wirst und wirst besser und größer. So. Genug gequasselt? Nein, natürlich nicht. Also denkt daran,
Sunrise ist da mit einer neuen Basecap, das ist doch klar. Habt euch lieb und sagt ganz klar, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.